Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Beholder. Wir haben hier ein paar Aufträge erfüllt. Dummerweise nicht das mit dem Reparieren. Deswegen haben wir hier dauernd noch diese Icons und ich komme da nicht rein. Wer will denn was? Geht's hier um das Plakat? Frau Ranek? Was möchten Sie denn? Ja, dann eben nicht. Ich würde halt gerne da reingehen, die Sachen reparieren. Aber die sind dauernd zu Hause. Jetzt klopfen wir hier drüben mal an. Ob der Herr Student auch da ist. Eine neue Nachricht erhalten. Ach so. Da. Was denn diesmal? Leo Kwiczek ist der Gewinner der jährlichen Arbeiterlotterie. Seit 20 Jahren leistet er sein Land nun treue Dienste. Und das ohne jeglichen Verstoß. Das ist der stolze Status. Der Preis wird dieses Jahr 100.000 Dollar. Wow, ab 15 Jahren kann man mitmachen. Was möchten Sie denn? Hallo Karl, wer sind Sie? Neuer Mieter? Ich kenne alle, die in diesem Haus wohnen. Sehe Sie aber zum ersten Mal. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich hoffe, dass wir bald Freunde sein werden. Ich heiße George Staunton. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Nachforschungen angestellt, Karl. Ich halte Sie für einen anständigen Menschen, dem man trauen kann. Danach möchte ich, dass Sie mir einen einfachen, aber wichtigen Gefallen tun. Was soll ich denn tun? Ein junger Mann, Fulfrede Bruckig, wohnt in Ihrem Haus. Können Sie ihm diese Kiste geben? Warum manches nicht selber? Ich habe Gründe. Sie werden sie kennen, wenn Sie mir einen Gefallen getan haben. Sie meine Voraussetzung, öffnen Sie diese Kiste auf keinen Fall. Versuchen Sie mich in illegale Machenschaften hineinzuziehen? Haben Sie keine Angst, dass ich Sie anzeigen werde? Die Angst spaltet die Menschen. Ich versichere Ihnen, dass wir andere Ziele haben. Das Einzige, das Sie wissen sollten, ist, dass wir einen guten Preis für diesen Fall bezahlen werden. Nun gut. Die Kiste nehmen und sie geben. Ja. Wir brauchen das Geld. Es tut mir leid. Fairgefühl müsste der hier sein, oder? Ja, Fairgefühl. Ey, wenn wir dann noch unsere jetzt richtig Geld kriegen, könnten wir unsere Tochter noch retten. Das wäre so grandios. Renn schneller. Na, es gibt nur 3000. Das reicht nicht. Oh nein. Nein, sie hat schon einen traurigen Smiley. Bitte nicht. Das ist einfach nur, dass es längere Krankheit ist. Dass es ein bisschen schlimmer geworden ist. Kiste geben. Perfekt, dann hat sich nicht in ihn getäuscht. Hier ist das Geld. Dann werde ich in ein paar Tagen ausziehen. Es ist Zeit für große Taten. Machen Sie das. Nein. RIP. Oh nein. Käufe für das Haus. Karl, kauf uns ein Radio. Bist doch immerhin Hausmeister, oder? Aber nicht. Um mehr geht's hier nicht. Da liegt unsere Tochter tot im Bett. Am Boden. Oh nein. Und da kommt die Polizei. Das gefällt mir nicht. Marte ist gestorben. Och, Marte. Hat sie... Die hat uns... Nee, das ist unsere Frau. Ich dachte schon. Hat er jetzt unsere Frau mitgenommen? Jetzt haben wir Marte verloren. Es war so knapp teilweise, aber dann kamen wieder irgendwelche Ausgaben dazwischen. Dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen umentscheiden müssen, sagen müssen, wir pfeifen darauf und versuchen eben alles, um sie zu retten. Ja, ja, ja. Was soll ich holen? Ich brauche ein Radio, ich brauche Alkohol und eine Brille.
für die Bestattung. Martha Steins Beerdigung 1000. Wow. Traumradio. Die Brille. Gibt es noch irgendwie ein kleines Radio? Anscheinend nicht. Bleib bitte noch ein bisschen länger da oben. Ich muss ganz kurz telefonieren. Ich renne ja schon. Gibt es jetzt Mitleid vom Ministerium? Einen Privatanruf annehmen. Hallo, hier ist Karl Stein. Mit wem spreche ich? Sie haben sicherlich von der Nationalen Arbeiterlotterie gehört, nicht wahr? Der Gewinner, Leo Kwiecek, sucht nach einer Unterkunft. Wir möchten, dass Sie diesem glücklichen Mann eine Unterkunft geben. Was bringt Ihnen das? Wer sind Sie? Wir sind Gratulanten. Er wird bald tausende Versuchungen begegnen. Die Banditen und Betrüger werden überall auf ihm lauern. Wir möchten helfen. Nachdem er angezogen ist, müssen Sie ihn überzeugen, den Gewinn in unsere Produktion zu investieren. Unsere Firma Hörner und Hufe entwickelt neue Innovationen an der Tierhaltung. Wir helfen den Bauern, ihre Tierkadaver ohne Abfälle zu verwerten. Das Fleisch geht in die Läden, die Häute an die Schuster und der Rest wird zu Sülze verarbeitet. Sülze? Mögen Sie keine Sülze? Wie kann man denn das ausdrücken? Bewahren Sie, Karl. Wenn uns jemand im Weg steht, wird er selber schnell zu Sülze. Bald wird unsere Sülze ein Nationalgericht werden. Okay, ich bin kein Fan von Sülze. Alles, was Sie zu tun brauchen, ist Leo Kwiecek zu überzeugen, dass die Zukunft unserer Sülze gehört. Kwiecek. Ja, wer denkt sich solche Namen aus? Das ist doch ein echter Zungenbrecher. Überzeugen Sie ihn, Geld in die Firma Hörner und Hufe zu investieren. Wenn Sie das schaffen, werden wir Ihnen einen großzügigen Anteil davon abgeben. Das hätte ein bisschen früher kommen sollen. Schlaumeier. Ah, über das Radio sprechen, ja. Da hast du's. Die Kindermärchen auf 81,6. Sie machen uns traurig, aber wir werden trotzdem zuhören. Du wolltest doch noch was haben. Wir können sie nicht retten, Karl. Wie sollen wir jetzt leben? Ich habe so große Angst, Karl. So einsam. Gib mir Martha zurück. Mach, dass sie und Patrick wieder hier sind, uns glücklich zu machen. Ich möchte wieder die Mutter von zwei Kindern sein. Diese Würfel am Boden. Ich kann ihre Spielsachen nicht aufheben. Ich kann einfach nicht. Was willst du denn sonst noch? Wie kann ich helfen? Ich brauche $500 für Einkäufe. Ja, habe ich nicht. Pech gehabt. Ja, das ist mir auch klar, dass du sie irgendwie füttern musst. Aber wenn ich kein Geld habe, kann ich nichts machen. $500 kriege ich, wenn ich den überzeuge, das zu machen. Herzlichen Glückwunsch. Den Alkohol für die Olle haben wir noch. Es ist verboten, in Bars zu gehen. Okay, jetzt gehen wir erstmal hoch zu der Frau, geben ihr ihren Alkohol, damit die sich freut. Dann kriegen wir das Geld, um es der Frau zu geben. Das ist falsche Wohnung. Hier oben muss ich klopfen. Es war ja die Olle vom Doktoren, die wir hier mit Alkohol beglücken sollen. Haben wir eigentlich auch die Brille bekommen? Ja, die haben wir. Wir haben gar nicht das Ding. Wir haben den Alkohol gar nicht bekommen, weil wir kein Geld dafür haben. Sorry. Falsche Person. Wenn ich wüsste, dass sie jetzt auch weggeht, würde ich reingehen. Das ist unser Sohn, den ignorieren wir erstmal. Dann geben wir dem Herrn Ranek erstmal seine Brille wieder. Und wir müssen natürlich noch die Wohnung vermieten. Dürfen wir nicht vergessen. Leo Kwiecek, suche dringend nach einem Apartment für ein paar Tage. Je näher an der Fabrik, desto besser. Ja, bitteschön. Guten Tag auch, Herr Kwiecek. Da Fegefühl Brüig und die Dora Nebel. Die Rosa Ranek. Da müsste auch gleich der Herr kommen. Ah, das ist der Leo Kwiecek, der freut sich. Kriegt da oben die Wohnung. Schade, ich hätte früher reingehen sollen. Ganz schnell noch die Kameras anbieten. Aber okay, sobald er weggeht, wird das gemacht. Was unser Kind macht, wird ignoriert. Das haben wir nicht gesehen durch Zufall. Hier, hallo. Gehen Sie nicht einfach da rein, was soll das denn? Erstmal vorstellen bei dem guten Herrn. Und darauf achten, wann er weg ist.
Weil wir müssen jetzt echt langsam ein bisschen mehr für das Ministerium machen. Wir brauchen mehr Geld. So, erstmal hier vorstellen. Ich danke Ihnen, dass Sie Pensionäre aufnehmen. Ich bin Leo Quiddick und ich bin wegen einer wichtigen Angelegenheit vor einige Tage hierher gekommen. Was hat Sie nach Helma gebracht? Ich bin so glücklich zum ersten Mal in meinem ganzen schweren Leben. Ich habe eine Arbeiterlotterie gewonnen. Ich bin zu der Preisverleihung gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, bisschen über die Lotterie schwätzen. Und, wie gehen wir es aus? Eine schwierige Frage. Das Haus meiner Schwester wurde vor nicht allzu langer Zeit abgebrannt. Sie lebt nicht weit von der Front entfernt. Ich wollte ihr helfen, zu mir zu ziehen. Aber ich habe keine Familie. Meine Kollegen sind meine Familie. Ich werde auch neue Arbeitsschuhe kaufen, meinen Koffer für meine Werkzeuge. Nun, einige Geschenke für Neffen und Nichten. Ich habe ein Geschäft am Kai gefunden, wo sie die Honighähnchen und Preiselbeeren mit Zucker kaufen können. Gutes Geschäft. Ich brauche auch diese Preiselbeeren. Beachten Sie, dass Sie nur 2 Packungen auf einmal kaufen können. 2 Packungen? Okay, ich werde einige Besuche machen. Es gibt so viele Kohlefrachter. Ist das nicht ein Glück? Ja, hier, warte mal. Hau mich ab. Bisschen nach der Stadt fragen. Ich mag es sehr, so viele Fabriken. Man sagt, dass Helma eine Stadt aus Rohren ist. Okay, heute habe ich eine Tour durch die Maschinenwerkzeugfabrik gemacht. Sie können uns eine Menge beibringen. Sicher, es raucht, als arbeitet die Fabrik. Das bedeutet, dass die Menschen arbeiten, das Land wird reicher und das Leben wird besser. Okay. Oh, das können wir uns hier mal merken. Die Olle ist eine Trinkerin, aber das kannten wir ja eh schon. Das ignorieren wir weiterhin. Ach, du gehst weg? Ach, das ist aber niedlich. Das ist aber gut. Wenn du eh weggehst, können wir gerade ganz kurz reingehen. Du darfst nur nicht direkt wieder zurückkommen. Eine Kamera hier anbringen. Der ist unten, das ist sehr gut. Eine Kamera hier anbringen. Ansonsten kommt hier oben eh keiner hin, weil das hier ja nicht besetzt ist. Sodass wir hier oben erstmal schön alles ausleuchten werden. Danach gehen wir eins runter zum Ranek. Der kriegt dann seine... Nein, ein bisschen schneller bitte. Bisschen schneller. Und hier runter. Schnell. Tür zumachen bitte. Dankeschön. Und mit ihm hier reden. Der braucht sein Brillchen. Über die Brille sprechen. Ja, ich habe die Brille gefunden. Nein, meine hatte Klebeband am Öhrstück. Und die Fassung war braun. Jetzt muss ich wirklich suchen, ob ich die finde. Was will er denn? Ich brauche Ihre Hilfe, Karl. Morgen werde ich zur Verwaltung gehen müssen. Es wird eine Preisverleihung geben. Ich bin einfach ein Mensch, der in der Fabrik arbeitet. Ich habe im ganzen Leben noch keinen Anzug getragen. Ich habe einen zweiteiligen Anzug im Beerdigungsgeschäft gekauft, aber es gibt keine Krawatten zu kaufen. Es gibt auch keine Krawatten im Kaufhaus. Krawatte zu finden, jede wäre in Ordnung. Ich bin momentan einfach nicht in der Lage, einkaufen zu gehen. Ja. Gut. Das hat nicht funktioniert. Da ist noch diese... Die Reaktion wahrscheinlich auf diese Plakate. Jetzt haben wir... Die verschwundene Brille immer noch nicht gefunden. Die müssen wir erstmal suchen. Hier oben kann sie nicht sein. Da kann es nicht sein. Das haben wir durchsucht. Machen wir trotzdem nochmal. Jetzt dachte ich, komm, wir kaufen die Brille. Der wird eh nicht merken, welches die richtige ist. Aber natürlich nicht. Er will natürlich seine eigene Brille wieder haben. So, hier ist uns... Ah, gucken wir mal hier drin nach. Blaue Socken. Wir nehmen einfach alles mit. Wir sind der Sockendieb. Ansonsten ist hier nichts zum Looten. Haben wir hier irgendwas? Da ist ein Plakat, was wir aufhängen oder hätten aufhängen können. Ansonsten ist da nichts mehr. Ah, guck mal an. Das Telefon. Wenn wir jetzt schon wieder was... Was ist das denn? Ja, schönen Nachmittag, Karl. Hier ist George Staunton. Wo haben Sie meine Nummer? Unsere Einheit hat überall Freunde. Ich möchte nichts mehr hören, bis Sie mir erklärt haben, von welcher Einheit Sie da reden. Ich habe eine Familie. Ich muss wissen, wo ich hineinrate. Sagen wir, dass wir versuchen, die Welt zu verbessern. Mit der derzeitigen Regierung geht es einfach nicht. Sie wissen ja, dass die derzeitige Regierung zu keiner Änderung bereit ist. Wie heißt Ihre Einheit?
Die Einheit der selbstbewussten Revolutionäre? Neuer Morgen. Warum sind Sie so sarkastisch, Karl? Möglicherweise sind wir gerade beste Freunde geworden. So kommen Sie an das Geld, das Sie so dringend für Ihre Familie brauchen. Was, wenn ich Ihr Angebot ausschlage und Sie anzeige? Ich fürchte, Ihre Ablehnung wird unangenehme Konsequenzen für uns beide haben. Ich wiederhole, wir haben überall Freunde. Ich dachte, Ihr Gerede von einer besseren Zukunft wäre doppelbödig. Es gibt Omelette ohne zerschlagene Eier. Glaube ich nicht. Sie haben Kinder und wissen, was es bedeutet, sich selbst für das Wohl der zukünftigen Generation aufzuopfern. Ich habe ein Kind. Das andere ist gestorben. Sie bieten an, jemand anderes zu opfern. Mich zum Beispiel. Nicht unbedingt, Karl. Sie müssen nur zustimmen und bereit sein, unsere Revolution zu helfen. Ich sehe, dass ich keine andere Wahl habe. Was wollen Sie von mir? Finden Sie im wundervollen Haus eine Wohnung für unsere treuen Kameraden. Er heißt Antonio Krupic. Er will eine Woche lang in Ihrem Haus übernachten. Sagen wir, dass ich zustimme. Was bezahlen Sie? 3.000. Und wer ist das? Antoine ist sehr wichtig für unsere Einheit. Er ist ein Spezialist für Druckerei und wird viele Flugblätter drucken, die sich gegen das derzeitige Staatssystem richten. Wenn sie entdecken, schulden wir ihnen etwas. Wir wollen in naher Zukunft die Fabrik bestreiken und brauchen diese Flugblätter unbedingt. Ohne sie funktioniert das nicht. Okay. Will ich wirklich in den Widerstand gehen? Ich würde sagen, ja. Okay. Ja, seien Sie vorsichtig. Du. Da oben gehen wir auch gleich hin. Der scheint etwas zu klauen, oder? Hier, Schatz, du wolltest Geld haben. Da hast du's. Damit du dich freust. Ja, warte mal. Ich will das mit den Schimmers da wissen. Hast du die Zeitung gelesen, Karl? Das Schiff, mit dem die Schimmers gefahren sind, ist untergegangen. Niemand wurde gerettet, hörst du? Niemand. Das ist ihr Schicksal. Wenn du nicht versucht hättest, ihnen zu helfen, wären sie wahrscheinlich noch am Leben. Wenn sie am Leben wären, wäre Klaus ins Gefängnis gekommen. Und Marie wäre wahrscheinlich schon auf der Straße. Das ist die dunkle Seite der Ironie, Anna. Das Leben ist ungerecht. Hast du recht. Was machst du da? Hier, Typ. Ach, du ziehst aus? Du willst nicht mehr? Ja, okay. Wiedersehen, mein Freund. Ja, Vater. Hast du die Brille gesehen, die den älteren Mann aus dem ersten Stock gehört, Patrick? Nein, entschuldige, ich muss gehen. Du wolltest aber was von mir. Ich kann es nicht mehr ertragen, Vater. Ein weiterer Tag in der Mine und ich erhänge mich. Was schlägst du vor? Ich möchte das Land verlassen, Vater. Ich kann hier kein Mensch sein. Ich fühle, wie ich jeden Tag dümmer werde. Es gibt keine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo gehst du hin? Einer meiner Kollegen erzählt mir, sie brauchen meine hochqualifizierten Fachkenntnisse im Nordborea. Dasselbe Profil hatte ich an der Universität. Ich kann meinen Abschluss machen und dort einen guten Job bekommen. Nord? Bist du sicher, dass es nicht Südkorea ist? Ist es nicht dasselbe? Naja, ganz so schlau scheint er nicht zu sein. Armer kleiner Bergarbeiter. Zu schade, dass sie dich an der Universität nicht in Erdkunde unterrichtet haben. Nord und Südkorea sind zwei verschiedene Welten. Das ist nicht komisch, Fati. Okay, wie viel brauchst du? 10.000. 10.000 möchtest du haben, um abzuhauen. Ach so, richtig. Ich brauche den Grubio. Den holen wir natürlich hier rein. Ach so. Ja, dann ziehen wir ihn hier oben ein, nicht wahr? Grubio. Krubic. Ach. Direkt die Nachricht. Ich gehe ja schon, mein Freund. Ich gehe ja schon. Hörer abnehmen. Privaten Anruf. Danke, Karl. Ich werde Geld auf Ihr Konto überweisen. Ich bitte Sie, Kamerad Kubis, so gut wie möglich zu helfen. Er arbeitet an einer wichtigen Sache. Helfen und spionieren Sie. Verstehen Sie, wovon ich spreche? Ich weiß nicht, wovon Sie meinen. Es ist eine schwierige Zeit. Vielleicht wird er verleugnet oder zur anderen Seite überlaufen. Schützen Sie ihn, Karl. Lassen Sie nichts zu, das nicht mehr geändert werden kann. Ich werde in ein paar Tagen anrufen, um zu erfahren, wie es läuft. So. Jetzt haben wir das hier erstmal. Wir brauchen von ihm erstmal die Krawatte. Ja, meine Komplimente, sie mich auch. So, die kannst du wieder haben. Wir brauchen eine grüne Krawatte, weil die blaue ist gegen das Gesetz.
Die behalte ich einfach mal hier komplett. Das ist mir egal. Die verschwundene Brille. Die muss ich noch suchen. Clara braucht Alkohol, richtig. Ich brauche Alkohol. Wir nehmen das günstigere, den Rotwein. Natürlich die neue Anordnung von der Geschichte hier. Verstoß gegen die Ordnung. Nicht identifizierte Personen in weißen Roben haben sich in das Universitätsgremium geschlichen und Miroslav Pepper gezwungen, einige Wörter an die Tafel zu schreiben, die seine Ehre und Würde verletzten. Professor Pepper trat von seinem Amt zurück und wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei der Festnahme gab es 11 Tote. Oh je. Der Bürger Mark Ranek hat über die Bestechung eines Funktionärs berichtet. Sie haben versucht, illegalen Zugriff auf die Archivierung. Oh nein, archivierten Papiere von Klaus Schimmer zu halten. Hiermit erhalten sie eine Verwarnung, eine Geldstrafe von 3000. Mit dieser Nachricht verabschiede ich euch und einen schönen Abend wünsche ich euch. Mal gucken, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen. Bis dahin noch einen schönen Abend. Ciao, Leute.